mit Vertretern von der Stadt Zeitz und ich bitte den Stadtratsvorsitzenden Herrn Andreas Exler nach vorne. In jedem Abschied steckt ein neuer Anfang. Sehr geehrter Herr Busch, auch im Namen der Stadt Zeitz und im Namen des Stadtrates vielen Dank für Ihre Arbeit hier in Zeitz. Vielen Dank insbesondere, dass Sie die Kirche in der Stadt haben, in der Innenstadt gelassen haben, dass Sie seit Ihrer Mitarbeit oder Ihr Engagement für die evangelische Grundschule gezeigt haben, dem Stadtrat deutlich mitgeteilt haben, dass Sie Kirche im Kloster haben möchten. Ich denke, wir sind da auf einem guten Weg und irgendwann hoffen wir, Sie hier wieder begrüßen zu können für die Schule im Kloster. Dafür herzlichen Dank und natürlich auch viel Erfolg auf Ihrem weiteren Weg. Natürlich werde ich auch noch was in den Rollerwagen reintun, weil wir eine zuckersüße Stadt sind. Dazu also ein paar Mitbringsel, die Sie in den Torgau und Telekom brauchen können. Vielen Dank also für Ihren Einsatz hier in Zeitz, für den Einsatz hier in der Gemeinde und alles Gute auf Ihrem weiteren Weg.